Herzlich willkommen bei Stamina Coaching Burkhardt. Mein Name ist Bruno Burkhardt und ich bin dein Coach für die mentale Seite des Lebens. Herzlich willkommen zu diesem Video aus der Reihe Mental Readiness. Bereit sein, wenn es zählt. In dieser Folge möchte ich mit dir den 5-Minuten-Deal anschauen. Diese Mentalübung hat das Ziel, dass man eine schwierige oder mühsame Aufgabe, Situation oder Handlung einfach mal startet und diese mindestens 5 Minuten lang mit voller Konzentration und vollem Einsatz durchführt. Oft ist nicht die Aufgabe oder die Handlung selbst das Problem, aber das Anfangen, der erste Schritt ist die Schwierigkeit, aus welchen Gründen auch immer. Diese Übung ist nichts anderes als ein Vertrag mit sich selbst. Man vereinbart mental mit sich, mindestens 5 Minuten lang an einer Handlung dran zu bleiben, mit voller Energie und Konzentration. Tritt nach diesen 5 Minuten keine Besserung ein, kann man den Vertrag auflösen. Der Sinn dahinter ist aber natürlich ein anderer, nämlich der, dass man spätestens nach 5 Minuten erkennt, dass man durch das Starten in Bewegung gelangt und die Aufgabe, Handlung oder Situation weiterführt, weil man feststellt, dass die Herausforderung gar nicht so schwierig ist. Man führt das Begonnene zu Ende, weil man in die entsprechenden Prozesse eingetaucht ist. Lass uns nun die einzelnen Schritte dieser Übung kurz anschauen. Definiere die Situation, Handlung oder Aufgabe, auf die du dich nun 5 Minuten lang ohne Ablenkung voll konzentriert und motiviert einlassen willst. Vereinbare mit dir selbst jetzt die anstehende Situation, Aufgabe oder Handlung 5 Minuten lang mit vollem Engagement zu starten. Keine Ausreden, einfach tun. In diesen 5 Minuten bist du voll motiviert dabei, störende oder demotivierende Gedanken, alle Arten von Ablenkung blendest du komplett aus und lässt sie gar nicht erst zu. Sind die 5 Minuten erreicht, mach eine kurze Analyse. Im Erfolgsfall fährst du einfach motiviert weiter. Das wird mit Training der Normalfall werden. Bei negativer Entwicklung stoppst du die Handlung den Umständen entsprechend wieder. Oder fährst so weiter, dass du zum Beispiel von Teammitgliedern immerhin nicht als Störfaktor wahrgenommen wirst. Störe die anderen nicht bei ihrer Ausführung. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Übung und beim Training. Wie bei allen Mentaltechniken gilt auch hier, solche Übungen sind immer nur Empfehlungen oder Angebote. Nicht jede Technik ist für jede Person gleich nützlich. Schau bei dir selbst, wie sehr sie für dich hilfreich sein kann. Versuche es aber immer zuerst ein paar Mal, bevor du aufgibst, denn auch im Mentaltraining macht nur Übung den Meister. Du möchtest eine andere Übung oder gänzlich andere Mentaltechniken kennenlernen? Vielleicht hilft dir ein anderes Video aus dieser Reihe oder melde dich doch einfach bei mir, wenn ich dir einen Tipp geben kann. Dann helfe ich dir sehr gerne. Bis bald beim nächsten Video. Oder im persönlichen Kontakt. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich.